Wir haben geschlossen. Ach, du bist es, Jake. Ein Kärtchen von einem Escort-Service. Niveauvolle Begleitung für gewisse Stunden. Rufen Sie uns an, wir rufen zurück. Dahinter steht eine Com-ID. Nur gut, dass ich sowieso fast pleite bin. Sonst könnte ich auf dumme Ideen kommen. Hey Jake, gut, dass du da bist. Du bist doch Cop. Mann, du glaubst nicht, was hier abläuft. Hier hat irgend so ein Typ angerufen und meinte, ich soll mir mein Tequila mal genauer anschauen. Ich greife mir also die Flasche und was meinst du, was da drin schwimmt? Ein Ohr, ein verdammtes Ohr. Ich frage den Typen am Telefon, was die Scheiße soll und der erzählt mir was von Gift in meinen Flaschen. Dann legt er auf. Ein Ohr? Verrückt. Da scheint jemand ein Problem mit dir zu haben. Hat er noch was gesagt? Vielleicht was von Schutzgeld? Nein, aber kapierst du nicht, wo das Problem liegt? Die haben irgendwas in meine Flaschen getan. Oder zumindest in eine. Soll ich den ganzen Scheiß jetzt wegkippen? Das kann ich mir nicht leisten, Jake. Die Geschäfte laufen so schon mies genug. Hast du irgendeine Ahnung, was wirklich hinter diesem Anruf steckt? Ich meine, zum Spaß benutzt ja niemand Gift. Vielleicht sind es diese Bauspekulanten. Die kaufen ja die Altbauten der Gegend auf, als gäbe es kein Morgen. Dann reißen sie alles ab und stellen diese riesen Klötze mit tausenden Wohneinheiten hin. Du meinst, sie wollen dich hier vertreiben? Klar, ich bin ja fast der Letzte hier, der noch bleibt. Es waren auch schon so ein paar Krawattenträger da, die mir ein Angebot gemacht haben. Aber ich habe abgelehnt. War zu wenig Geld. Und eigentlich will ich auch nicht raus. Jetzt versuchen sie es halt anders. Wie meinst du denn, kann ich dir helfen bei deinem Problem mit dem Gift? Denk dir was aus, du bist doch Cop. Mach mal was für die Allgemeinheit und so. Ihr habt doch sicher irgendwelche Geräte, um die Flaschen auf Gift zu checken. Keine Chance, Frenzy. An die Geräte komme ich nicht so einfach ran. Am besten wirfst du die Flaschen weg, dann ist das Problem erledigt. Oder du stellst offiziell Anzeige, dann könnte ich vielleicht was machen. Mann, wenn deine Kollegen hier vorbeikommen, kann ich auch gleich dicht machen. Du musst mir helfen. Was fällt dir zu der Frau auf dem Bild ein? Die kenne ich. Ein echtes Sahneschnittchen. Hör zu, Jake. Ich sag dir, was ich über das Mädchen weiß. Aber dann musst du mir auch helfen. Verstehe. Du sagst mir, was du über das Mädchen auf dem Bild weißt und ich sorge dafür, dass dein Fusel geprüft wird. Ziemlich viel Aufwand für mich für ein paar Informationen. Komm schon, Jake. Tu es für einen alten Freund. Du hast da noch was gut bei mir. Ich muss dann wieder los. Bis dann. Wie finde ich jetzt heraus, ob tatsächlich eine der Flaschen Gift beigemischt wurde? Wir haben im Polizeilabor Toxinprüfer. Das müsste eigentlich klappen. Aber an die Dinger kommt nur Simon, diese kleine Laborratte, ran.